Die Hütte aus Helens Zeichnungen. War das? Ja. Irgendwas ist hier. Ich spüre einen Luftzug. Aus dem Totenreich. Wir sind da. Leopold. Dieselben Grabsteine wie in ihren Zeichnungen. Was macht ihr hier?
Ich ahnte doch, wir würden uns wiedersehen. Wenn Pennington euch geschickt hat, könnt ihr gleich weiterziehen. Ich habe euch nichts zu sagen. Was mich interessiert, wie konntet ihr unbemerkt fliehen? Ich kenne Fort Jericho und seine unzähligen Besonderheiten. Hätte Pennington mal den Kopf aus dem Arsch gezogen, hätte er gewusst, dass er mich nicht in so eine Zelle stecken darf. Genau das habe ich auch gesagt. Hattet ihr Hilfe? Ich habe noch Freunde im Fort. Und wenn ihr glaubt, ich würde euch mehr verraten, dann habt ihr mich wirklich falsch eingeschätzt. Es war nicht leicht, euch zu finden. Wieso gerade hier? Als die erste Seuche grassierte, trug ich ein Kind in mir. Zwischen den Sterbenden brachte ich es auf die Welt. Mein Sohn hatte nie eine Chance. Ich wollte ihn fern der Minen begraben, fern der Garnison, an einem Ort nur für ihn. Ich brachte ihn hierher und ließ ihn hier und hätte es beinahe nicht mehr zurückgeschafft. Es ist friedlich hier. Ich verstehe, warum ihr zurückgekehrt seid. Ich kam, um Abschied zu nehmen. Ein allerletztes Mal. Sebastians Hülle ist verschwunden. Es muss schlimm gewesen sein, ihn erneut zu verlieren. Wie geht es euch? Die Tage sind ruhig. Einige sind besser als andere. Manchmal bin ich um die Erinnerungen dankbar. An anderen Tagen fühlen sie sich an wie Hände, die mir den Hals zudrücken. Ich lerne immer noch, mit meiner Trauer umzugehen. Ich wünschte, ich könnte euch sagen, dass die Zeit alle Wunden heilt, aber mir geht es immer noch so. Vielleicht ist es eine Lüge. Eines Tages werden die Erinnerungen nicht mehr schmerzen. Daran glaube ich. Seid dankbar für jeden Moment, denn das Glück vergeht zu schnell. Was macht ihr hier oben? Sagt mir, hat euch Pennington nun geschickt oder nicht? Er hat mich geschickt. Er denkt, dass ihr etwas im Schilde führt. Soll er ruhig. Soll er sich vor mir fürchten, die hinter jeder Ecke auf ihn lauern könnte. Soll er in seinem Wahn leben. Ich glaube, dazu braucht er euch nicht. Wenn nicht ich, dann jemand anderes. Ein Mann in seiner Position braucht einen Feind. Echt oder eingebildet. Ich spielte diese Rolle, aber nun schmeiße ich hin. Ich habe genug von Pennington, von Fort Jericho und allem, was drin ist. Wie sieht euer Plan aus? Ihr habt sicher nicht vor, ewig hier zu bleiben. Das könnte ich, aber nein. Sobald die Straßen frei sind, breche ich nach Boston auf und beginne ein neues Leben. Der Tod begleitet mich schon fast mein ganzes Leben lang. Aber zu sehen, wie ihr als Verbanner stolz an seiner Seite wandelt, nun, es ist, als würdet ihr mit dem Tod tanzen. Das gibt mir zu denken. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich meine Gabe akzeptiere und sie nutze. Vielleicht sollte ich auch mit dem Tod tanzen. Hattet ihr schon immer eine Verbindung mit dem Totenreich? Vermutlich. Als Kind spielten wir geheime Spiele, bei denen wir Geister riefen. Was Kinder ebenso tun. Nur, dass sie zu mir hin und wieder kamen. Ich weiß noch, ich sah meine tote Großmutter wochenlang am Fußende meines Bettes sitzen. Mein Vater dachte, ich hätte eine zu lebhafte Fantasie. Er wollte nichts davon hören. Das war keine Einbildung. Es ist eine Gabe. Mit etwas Feinschliff und Übung im Kampf könntet ihr eine gute Verbannerin werden. Ich hatte gehofft, jemanden zu finden, der mich auf diesem Weg begleiten würde. Es ist eine noble Berufung. Ihr werdet den Lebenden ihr Leben zurückgeben und den Toten helfen, Frieden zu finden. Das klingt nach einer Bestimmung. Danach suche ich schon lange. Seid gewarnt, es ist alles andere als ein Kinderspiel. Wir prügeln uns nicht nur mit Schemen. Dann zeigt es mir. Zeigt mir einen Gegner, mit dem es Verbanner zu tun bekommen. Lehrt mich. Das täte ich nur zu gern. Aber aufgrund bestimmter Umstände bin ich dazu nicht mehr qualifiziert. Sieht aus, als hättest du einen neuen Lehrling, Red. In Ordnung, ich akzeptiere. Bis sich jemand besser dafür eignet. Zeigen wir Helen, wie Verbanner kämpfen. Zunächst solltet ihr wissen, dass der Kampf gegen Schemen selten leicht ist. Sie können sehr listig sein. Ja, Vorsicht ist besser als Nachsicht, aber ihr seid in guten Händen.
Ich weiß von einer Höhle, in der wir fündig werden könnten. Folgt mir. Anthea, wie seid ihr Verbannerin geworden? Meine Mutter war eine Heilerin. Sie hatte die Gabe. Hat mir alles beigebracht, was sie wusste. Aber ich war anders. Ich hatte die Gabe, Geister zu sehen. Mit 15 bin ich von zu Hause fort, um mehr zu lernen. Ich kannte niemanden und hatte nichts. Aber meine Lehrer erkannten meine Wissbegierde und nahmen mich auf. Und jetzt bin ich hier. Ein echtes Abenteuer. Wir sind fast da. Hier ist der Ort. Gute Instinkte. Die Höhle ist übersät mit Spuren. Jetzt wird gegraben. Wir benutzen Runen und Machtworte, damit Geister sich zeigen. Und greift ihr die aus der Luft mit euren magischen Ringen? Nein, wir rufen sie zu uns durch unseren Geist. Mit den Ringen können wir diese Kraft kanalisieren. Meine Stimme befiehlt euch, legt den Schleier ab! Lage. Da kommen noch mehr. Bring noch mehr Freunde mit! Du weißt, dass ich auch noch da bin. Gute Arbeit, ihr beiden. Und so läuft ein Kampf ab. In der Regel. Außer dein Partner lässt sein Schwert fallen. Oder verliert die Fessel. Das sind nur Märchen. Keines dieser gänzlich plausiblen Szenarien ist je eingetreten. Ihr kämpft gut, Verbanner. Ihr auch? Ja, sonst wäre ich sicher schon tot. Wenn ihr wirklich den Weg des Verbanners einschlagen wollt, kenne ich da wen in Boston, der euch vermutlich helfen könnte. Sie heißt Elizabeth Gray. Ihr findet sie im Green Dragon, wenn sie gefunden werden will. Keine halbe Meile von der Werft entfernt. Sagt ihr, ich schicke euch. Wenn ihr sie findet, sagt ihr bitte...
Sagt ihr, dass sie jetzt die beste Verbannerin im Land ist? Sie ist speziell. Lest ein paar Bücher. Das sorgt sicher für einen guten Eindruck. Ich empfehle dieses Buch. Es hat mir gute Dienste geleistet. Ich werde es hüten. Danke. Ich danke euch beiden von ganzem Herzen. Gebt auf euch Acht, Helen. Noch einen letzten Rat für eine halbwegs junge Elevin, bevor ihr aufbrecht? Liebt das Leben. Selbst wenn es euch zum Halse raushängt. Vielleicht sehen wir uns wieder. Hoffentlich, so Gott es will. Zurück zu Pennington. Informieren wir ihn über Helens Ableben. Die Lüge ist so gut, sie könnte beinahe wahr sein. Elizabeth ist immer noch in Boston? Du weißt doch, wie Elizabeth ist. Sie liebt Kultur. Und ich habe mir sagen lassen, in Boston gäbe es viele Tavernen. Ich hatte gedacht, sie wäre tot. Die meisten denken, sie sei tot. Sie will es nicht anders haben. Sie und Helen sind wie Tag und Nacht. Ja, sie werden so viel Spaß miteinander haben. Rapport. Wo ist Priest? Unter uns Soldaten, und das bekommt ihr nicht schriftlich von mir. Ihr müsst euch um Helen Priest keine Gedanken mehr machen. Wirklich? Welch schreckliche Kunde. Hab Dank. Ihr habt damit natürlich nichts zu tun. Ich ebenso wenig. Unter uns Soldaten. Und das kriegt ihr nicht schriftlich. Wenn ich mich umdrehe und der Beutel Münzen hier verschwindet, wäre das kein Drama. Wie geht es euch, mein Herr? Wie es mir geht? Ja, wie geht es mir? Es ist seltsam. Helen Priest ist mir kein Dorn mehr im Auge. Die Wut lässt nach. Die Armee erholt sich. Und obwohl die Gefahr vorbei ist, spüre ich sie noch.
Ich sehe Dinge in den Schatten. Schrecke auf bei plötzlichen Geräuschen. Aber das ist noch nicht alles. Das Schlimmste ist, ich vermisse es. Ich vermisse die Schlichtheit des unausweichlichen Endes. Die Dunkelheit ruft mich zurück. Es ist wirklich zu seltsam. Daran ist nichts seltsam, Captain. Es dauert, aber das Gefühl vergeht. Es wird jedoch immer Momente geben, in denen ihr den Ruf hört. Antwortet ihm nicht. Bitte um Erlaubnis, mich zu empfehlen, Captain. Ich gestatte es euch. Nicht direkt vor seinen Augen, Red. Komm schon. Nicht direkt vor seinen Augen, Red. Komm schon. Seid ihr immer noch hier? Gern geschehen. Es war mir eine Ehre zu helfen. Ihr müsst mir nicht dafür danken. Erspart mir euren Sarkasmus, Soldat. Bitte um Erlaubnis, mich zu empfehlen, Captain. Ich gestatte es euch. Seltsame Art, Geld zu verdienen, aber ich nehme es. Helen ist frei, Pennington ist zufrieden, so zufrieden er eben sein kann. Und bald gibt es einen neuen Verbanner. Keiner geht leer aus. Der Dienstplan für die Jäger. Flora Abbott sollte mittlerweile zurück sein. Ich erinnere mich an Flora. Ich wünschte, sie wäre noch am Leben. Na, das hat uns noch gefehlt. Hier drüben! Ein Geist hat das Schild beschädigt. Probleme, Gnefrau? Wie bitte? Tut mir leid, aber wir haben geschlossen. Wie ihr seht, haben wir derzeit ein paar kleine Probleme. Ihr, werter Herr Verbanner, kommt vielleicht gerade recht. Mein Ruf eilt mir wohl voraus. Red McGrath, ihr müsst Mrs. Ingersoll sein. Genau genommen nennen mich alle nur die Witwe Ingersoll. Ja, ich danke euch für euer Beileid. Im Gegenzug habt ihr das meine. In Ordnung. Dann zum Geschäft. Ja, in der Tat. Ich benötige die Dienste eines fähigen Herrn. Ich wurde ausgeraubt, mein Laden verwüstet. Und jetzt bin ich ganz allein. Ich brauche Hilfe. Eine Ladenbesitzerin hört doch sicher allerhand. Erzählt mir etwas Interessantes. Es bleibt noch unter uns. Mein toller Verkäufer brennt mit meinem Geld durch und lässt mich allein. Das ist interessant. Was könnt ihr mir über Captain Pennington sagen? Er lässt mich Handel treiben. Ich mag den Mann. Er meint, Ingersolls Laden wäre gut für das Fort.
Ich kann ihm da nur beipflichten. Wie stehen die Dinge bei euch seit der gescheiterten Meuterei? Die Lage ist ruhiger. Aber glaubt mir, ich bin jetzt wachsamer, falls sich das wiederholt. Zur Meuterei der Witwe Priest hätte es nie kommen dürfen. Sowas gehört sich einfach nicht. Ich mag die Ladenbesitzerin beinahe, aber eben nur beinahe. Und wie ergeht es Fort Jericho im Allgemeinen? Fragt nicht. Der Captain sitzt in seinem Quartier und bläst Trübsal. So sieht es aus im Fort. Ihr sagtet, euer Laden wäre ausgeraubt worden? Nicht nur einmal. Ein Dieb stiehlt mir schon seit geraumer Zeit Waren. Und jetzt ist Nathaniel auch noch mit der Geldkassette getürmt. Und heimgesucht werdet ihr auch noch. Das ist eine ganze Menge. Witwe Ingersoll, ich bin kein Wachtmeister, aber in eurem Fall könnte ich eine Ausnahme machen und mich der Sache annehmen. Würdet ihr? Vielen Dank. Ich brauche das Geld unbedingt wieder. Es ist nicht viel, aber mehr habe ich nicht. Und die Schlüssel sind auch dabei. Nathaniel Sather ist euer Verkäufer, wenn ich mich nicht irre. Wo könnte er hin sein? Und weshalb hat er die Geldkassette entwendet? Wir hatten Streit. Er wollte nach Boston, aber ich brauche ihn hier. Ein Versprechen muss gehalten werden. Jetzt ist er ein Eidbrecher und ein Dieb, der mir die Schlüssel nahm, die ein Andenken an meinen verstorbenen Gatten waren. Ich muss mich in eurem Laden umsehen und bei euch zu Hause. Habe ich eure Erlaubnis? Die habt ihr. Ich bleibe in der Nähe. Ich mache mich an die Arbeit. Natürlich. Ich bin hier. Geht es euch gut? Kann nicht schlafen. Albträume. Ich schreie von längst verstorbenen Männern, die selbst schlafen sollten. Erinnert mich an einen gewissen Soldaten, der ebenfalls heimgesucht wurde. Ist zu einem guten Verbanner geworden. Wir haben ein Ritual, mit dem diese Männer für immer schlafen werden. Nennt mir einfach einen Ort, der für euch große Bedeutung hat. Dem Friedhof ist ein namenloses Grab. Ich habe mich immer gefragt, wer da liegt. Ich würde mal sagen, da ist es. Ausgezeichnet. Sollte ich euch dort antreffen, werde ich eure Albträume besänftigen. Bleibt unbehelligt. Na, welches unnötige Ritual willst du dieses Mal durchführen? Lasst uns nicht übertreiben. Ein paar Kerzen reichen. Wir müssen den Schlüssel dafür finden. Dieses Kassenbuch scheint nicht sonderlich gesund. Schnüffelt nicht herum, Mr. McGrath. In der Nähe. Jemand zu Hause? Ich bin Red McGrath, der Verbanner. Zeigt euch. Ich glaube, wir sind unter uns.
Bathsheba Ingersoll sagte, Nathaniel Sather wollte nach Boston zurück. Aber in Wahrheit wollte er nur zurück zu seinem Freund Thomas. Wir haben hier alles gefunden, was es zu finden gibt. Vielleicht ist es an der Zeit, den Dieb aufzuspüren. Nathaniel hat einen Karren gestohlen. Könntet ihr seine Spuren verfolgen? Keine schlechte Idee, Mrs. Ingersoll. Meinst du, der verstorbene Mr. Ingersoll sucht seinen alten Laden heim? Um Nathaniel zu bestrafen, weil er sein Versprechen gebrochen hat? Möglich, aber ich bezweifle es. Nathaniel muss einen guten Grund gehabt haben, bei solchem Schnee zu fliehen. Oder es war Verzweiflung. Die Spuren führen nach rechts. Platz, Fifi. Noch mehr! Achtung, er ergreift gleich Besitz. Bereit für den Einsatz. Der gestohlene Karren. Verlassen. Steckt fest. Ich möchte euch nur ungern belästigen, Herren. Aber wann denkt ihr, könnt ihr mich bezahlen? Ich bezahle dich, sobald ich kann, Nathaniel. Das weißt du. Das sagt ihr nun bereits seit Monaten. Und ich zweifle langsam daran. Mein Vertrag ist eindeutig. Bis morgen will ich das Geld. Sonst muss ich handeln. Handeln musst du also? Hörst du dich reden? Los, mach das Hinterzimmer sauber und lass den Blödsinn. Ja, das reicht. Es reicht verdammt nochmal. Ich nehme mir, was mir zusteht. Ich meine es ernst. Das muss Bathshebas Geldkassette sein. Nathaniel hat die Witwe ausgeraubt.
Er hat ihr Vertrauen ausgenutzt. Novizen haben wirklich keinen blassen Schimmer, wie viele Meilen ein Verbanner zurücklegen muss, bis ein Fall gelöst ist. Ich hatte einmal das Vergnügen, Nero Fox kennenzulernen. Den berüchtigten Verbanner, der alle seine Fälle von seinem Sessel auslöste. Ich hätte bei ihm in die Lehre gehen sollen. Die Sache ist nur leider die, dass sein Lehrling der war, der überall hinlaufen musste. Eine Blutspur. Das gefällt mir nicht. Die Spuren führen in diese Richtung. Ich denke, Nathaniel wurde verletzt. Sieht so aus. Das Blut und die zerrissene Kleidung sind klare Indizien dafür. Hier ist Blut. Die Spuren führen in diese Höhle. Er muss wirklich verzweifelt gewesen sein. Tokimi Andrasta, Skal Manfalas. Verschwindet! Lasst mich in Ruhe! Au! Schuhe! Nein! Gib das wieder her! Ah! Lebendig aufgefressen. Hoffentlich ging es schnell. Der Wolf hat eine Geldbörse mitgenommen. Vielleicht die von Bathsheba Ingersoll. Sehen? Da kommen noch mehr. Dir helfen.
Suchen wir die Höhle ab. Der arme Nathaniel wird Boston nie wiedersehen. Aber Bathsheba Ingersoll könnte ihr Geld zurückkriegen. Nathaniel. Armer Kerl. Hier ist der Gürtel. Und die Geldbörse hängt daran. Schlüssel. Zweifellos von der Witwe. Ich habe dieses Symbol schon einmal in den Minen unter Fort Jericho gesehen. Wieso hat sie Schlüssel zu den Minen? Minen. Du willst dich dort unten sicher umsehen, stimmt's? Zorniger Schemen ist in der Nähe. Sollen wir ihn beschwören? Nun tretet aus dem Schatten hervor. Verwechselst du noch immer die Beschwörungsworte? Seele und Körper, ich beschwöre euch! Achtung, Krähen! Das Ding ist blitzschnell. Komm wieder her! Wo gehst du hin? Du weißt, dass ich auch noch da bin. Ich kenn dich schon noch. Für den Einsatz. Nimm die Beine in die Hand. Ich bin hier, verdammt nochmal.
wachsam bleiben, Red. Noch einmal, mit Gefühl. Nicht davon rennen. Nathaniel Surfer, nehme ich an? Der Verkäufer von Ingersolls Gemischtwarenladen? Richtig. Naja, ehemaliger Verkäufer, muss man wohl sagen. Auf seiner Reise nach Boston ums Leben gekommen. Ja, wir haben euren Leichnam entdeckt. Mein Beileid. Ich bin Antea Duarte und das hier ist Redneck Wraith. Wir sind Verbanner und haben nach euch gesucht. Verbanner? Wunderbar. Ihr könnt mir helfen. Ich bin schutzlos, machtlos, verwundbar. Kein Zustand, der mir zusagt. Ihr sagtet, ihr bräuchtet unsere Hilfe? In der Tat. Ich möchte, dass ihr der Witwe Ingersoll eine Botschaft überbringt. Bezahlt eure Schulden, Bathsheba Ingersoll. Ich denke, sie hat die Botschaft verstanden. Sie schuldet mir meinen Lohn. Ihr Gatte hinterließ ihr Geld. Aber sie wollte es nicht ausgeben. Es ist ja so viel wert, sie will sich nicht davon trennen. Deshalb habt ihr die Geldkassette gestohlen. Ich habe schlechte Neuigkeiten, Nathaniel. Ihr seid tot. Ihr könnt das Geld nicht ausgeben. Nein, Thomas aber wohl. Sie soll es nach Boston schicken. Sie weiß von ihm. Sie weiß von meinem besten Freund auf der ganzen weiten Welt. Ich werde euch ein paar Fragen stellen, wenn es euch nichts ausmacht. Die Witwe Ingersoll, ist sie eine gute Herrin? Sie war früher einmal so gut wie ihr Gatte. Jetzt nicht mehr so. Was ist passiert? Der alte Ingersoll war ein herzensguter Mensch. Und Gott hat ihn mit einem Talent fürs Handeln gesegnet. Er hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Und war wie ein Vater für mich. Der Vater, den ich nie hatte. Aber dann wurde er krank und starb. Bathsheba lebte nur noch für den Laden. Alles andere war ja egal. Erzählt mir von euch, von eurer Vergangenheit. Woher stammt ihr? Ich bin in Boston geboren und aufgewachsen. Dachte, ich würde auch dort sterben. Leider wurde daraus nichts. Ich vermisse das Leben in der Stadt. Die Musik, die Farben und die Opulenz, das geschäftige Treiben. Die Vergissmeinnicht der Blumenhändlerin. Ah, die Vergissmeinnicht. Habt ihr Familie? Ich habe nur Thomas. Bathsheba weiß von ihm. Von uns. Ich weiß, dass sie unsere Briefe liest. Wir sind nicht hier, um über euch zu urteilen, Mr. Surfer.
Oder darüber, wen ihr liebt? Jetzt stecke ich in der Klemme. Ich komme an das Geld und es gehört ja auch mir. Ich kann es nur nicht ausgeben. Bathsheba Ingersoll muss das Geld an Thomas in Boston schicken. Wir haben eure Geldbörse gefunden. Außer dem Geld fanden wir darin auch Schlüssel. Bathshebas? Ja. Sie hat die Schlüssel wie ihren Augapfel gehütet. Sie überall hin mitgenommen. Wisst ihr, wohin sie immer ging? Es kann nicht weit gewesen sein. Sie war nie länger als eine Stunde fort. Nicht unweit vom Fort. Etwas mit einem Schloss, den Schlüsseln nachzuurteilen. Wenn ich etwas in der Nähe des Forts verstecken wollte, würde ich dafür die Minen wählen. Ein Andenken an ihren Gatten, wie sie sagte. Gelogen. Ich habe diese Schlüssel vor unserer Ankunft in Fort Jericho noch nie gesehen. Wir müssen gehen. Ich weiß nicht, welches Schloss dieser Schlüssel öffnet. Ich weiß nur, dass die Witwe Ingersoll ihn sogar noch mehr begehrt als ihr Geld. Und wenn ihr herausfindet, warum das so ist, wird sie äußerst unzufrieden sein. Hat Setha recht? Hat die Witwe Ingersoll uns belogen? Einer von beiden spricht jedenfalls nicht die Wahrheit. Wir sollten uns die Minen unter dem Fort auf jeden Fall ansehen. Nur für den Fall. Alles in trockenen Tüchern. Wir können Prudence sagen, dass sie frei ist. Thank you.
bringen auch mehr Freunde mit. Halt den Schemen von der Leiche fern. Es ist noch nicht vorbei. Beweg dich, Red. Also, jetzt lass uns das Symbol finden. Es ist verdammt dunkel hier. Daniel hatte recht, was die Schlüssel angeht. Aber wieso sollte Bathsheba hierher kommen? Zucker, Öl? Löffel. Alles aus Ingersolls Laden gestohlen. Laut der Witwe. Ein einzelner Dieb hat das Geld, die Schlüssel und die Waren gestohlen. Und alles hier versteckt. Und dieser Dieb war die Witwe Ingersoll höchstpersönlich. Wieso sollte sie ihre eigenen Waren stehlen? Sie wollte, dass Nathaniel bei ihr bleibt, um den Laden zu retten.
Sie bringen noch mehr Freunde. Den komme ich nicht ran. Der ist von einem Schild umgeben. Schieß auf das Licht. Der ist gar nicht mal so schwach. Lösch das Licht. Ein Kassenbuch von Ingersolls Laden. Selbes Datum, aber die Beträge sind viel höher. Zwei verschiedene Geschäftsbücher. Eines davon weggesperrt in einer Truhe. David für Ingersoll wollte nicht, dass Nathaniel die Wahrheit über die Finanzen kennt. Sie hat ihm was vorgelogen. Wieso würde Bathsheba über ihre Finanzen lügen? Um den Laden zu behalten, um Nathaniel zu behalten. Sie sind alles, was sie hat. Sie will nicht allein sein. Ihr wart immer gut zu mir, Mr. Ingersoll. Und das werde ich euch nie vergessen. Ich werde tun, um was ihr mich bittet. Ich werde eurer lieben Gattin helfen, den Laden zu führen. Ich werde euch nicht enttäuschen. Das schwöre ich. Mr. Ingersoll, der verstorbene Gatte unserer lieben Witwe. Nathaniel schien den Ingersolls treu zu sein. Ich frage mich, warum er sein Versprechen gebrochen hat. Wir sollten die Witwe fragen. Also, Verbanner, was habt ihr gefunden? Mr. Sather. Wir haben in den Minen unter anderem euren Vertrag mit Mr. Ingersoll gefunden. Den habe ich unterzeichnet, als der alte Ingersoll starb. Tränen verschmieren die Schrift.
Ich versprach mich um den Laden, um Bathsheba zu kümmern. Mein Eid hat mich an den Laden gebunden. Aber es gab Konflikte. Also habe ich mir genommen, was mir zusteht, und bin gerannt. Wir haben außerdem ein altes Geschäftsbuch gefunden, eine Kopie von dem, das Bathsheba euch vorgelegt hat, nur mit besseren Zahlen. Bathsheba hat Geld. Bathsheba lügt. Das Geld gehört rechtmäßig mir. Vielleicht sollten wir jetzt zum Laden zurück und die Witwe Ingersoll zur Rede stellen. Wir müssen gehen. Hab Dank für eure Hilfe. Wir müssen uns unterhalten, Mrs. Ingersoll. Klingt ominös. Gut, sprecht. Ich habe leider schlechte Nachrichten. Ich habe Nathaniels Leiche gefunden. Die Wölfe haben ihn erwischt. Oh nein, der arme Junge. Was für ein furchtbares Ende. Hatte er meine Schlüssel? Ah, ja, die Schlüssel. Diese kostbaren Schlüssel, die ihr so unbedingt wiederhaben wollt. Die Schlüssel, die zunächst eine Tür in den Minen öffneten und dann eine Truhe hinter dieser Tür. Ich habe euer echtes Kassenbuch gefunden, sowie eure angeblich gestohlenen Waren. Eure Lüge sollte mich von den Minen fernhalten. Hat nicht geklappt. Die Geldkassette und der Inhalt gehören mir. Was habt ihr damit getan? Ich will alles zurück. Wir haben, was wir brauchen. Vielleicht ist es an der Zeit, es zu beenden. Mrs. Ingersoll, ich möchte euch jemanden vorstellen. Einen alten Freund. Herr, erbarme dich! Keine Sorge, Mrs. Ingersoll, es ist alles gut. Ihr kennt Nathaniel Sather selbstredend. Ich kann bestätigen, sein Geist sucht euren Laden heim. Du, der du abgehauen bist, als ich dich gebraucht hätte und kommst, wenn ich dich nicht mehr brauchen kann. Das Geld gehört rechtmäßig mir. Das Geld gehört Mr. Ingersoll. Du wolltest es nur für deinen tollen Thomas. Mein Thomas lebt noch und der alte Ingersoll liegt schon lange unter der Erde. Nie habt ihr um ihn getrauert. Ihr behaltet mich hier, um den Laden zu behalten. Und den Laden, um euren Gatten zu behalten. Und euren Gatten, damit euer Herz nicht zerbricht. Ich kann nicht um ihn trauern. Das würde mich umbringen. Ich habe die Bücher gefälscht. Ich habe die Waren gestohlen und sie versteckt, damit das Geschäft weitergeht. Damit du bleibst. Das weiß ich. Aber es aus eurem Mund zu hören, was habt ihr euch dabei gedacht? Ich glaube, es wird Zeit, dem ein Ende zu setzen. Nathaniel Sather, der Laden der Ingersolls war ihr Ein und Alles. Und ihr habt viel geopfert, damit er läuft. Jetzt sucht ihr die Besitzerin heim. Ich habe nichts Falsches getan. Sie hat mich nicht bezahlt. Sie hat über die Finanzen des Ladens gelogen. Das ist Vergangenheit. Wo ihr jetzt seid, da braucht ihr kein Geld mehr. Ihr könnt nicht mehr zurück nach Boston, Nathaniel. Nein, das kann ich sehr wohl. Ich kann mich jetzt schnell und weit bewegen. Mir sind keine Grenzen gesetzt. Ich kann gehen und Thomas sehen. Und wozu? Wollt ihr ihn heimsuchen? Euer Herz mag an Thomas gebunden sein, aber euer Geist ist an den Laden gebunden, wegen eures schriftlichen Versprechens an den alten Ingersoll. Ihr werdet nicht von hier weggehen. Ihr könnt es gar nicht. Ihr werdet langsam vergehen und vergessen, wer ihr seid. Ihr werdet Thomas vergessen. Aber das ist so ungerecht. Das Leben ist ungerecht, Nathaniel. Der Tod ebenfalls. Ich weiß, ihr wähnt euch ungerecht behandelt, aber nehmt wenigstens euren Frieden an. Geht. Ihr seid frei. Vergib mir, Thomas. Ich hab dich enttäuscht. Bitte behalt mich in Erinnerung, wie ich auch dich in Erinnerung behalten habe. Lebt wohl,
Oh, Nathaniel. So etwas Schreckliches sollte niemand mit ansehen müssen. Was mache ich jetzt? Und vor allem wie? Hallo? Wer ist das? Wer kommt da? Oh, Gott sei Dank. Hey, schaut da. Helft mir. Habt ihr ihn gesehen? Den Geist meine ich. Ja, habe ich. Na gut, vielleicht können wir helfen. Also, Soldat, spuck's aus. Was genau geht hier vor sich? Was ist mit Schwester Winx geschehen? Was glaubt ihr denn? Sie ist abgekratzt. Und jetzt will sie mich mit ins Grab zerren. Wann habt ihr Schwester Winx zuletzt lebendig gesehen? Schwer zu sagen. Die Zeit verhält sich merkwürdig hier. Gerade war sie noch da. Dann weg. Und jetzt ist sie ein Geist. Aber ihre verdammte Lanzette hat sie immer noch. Wir haben Schreie gehört. Wart ihr das? Hat sonst jemand reagiert? Keiner hier kümmert sich einen Scheißdreck um den anderen. Die sind zu sehr damit beschäftigt, sich um ihren eigenen Arsch zu sorgen. Ich könnte hier elendig verrecken und niemand würde es interessieren, bis meine Leiche zu stinken anfängt. Warum sollte sie euren Tod wollen? Sie ist ein Geist. Sie ist nicht zum Teetrinken hier. Er hat nicht Unrecht, irgendwie. Sie bringt ihn um. Euer Husten ist nicht besser geworden. Eher schlimmer. Ja, wenn sie vorbeikommt, geht es mir danach schlechter. Lebendig war sie auf jeden Fall eine bessere Schwester. Was glaubt ihr? Wohin geht ihr Geist? Sie kommt und geht durch eine verschlossene Tür. Was sie danach macht? Keine Ahnung. Gibt es einen Schlüssel oder einen anderen Weg in den Raum dahinter? Kann sein. Das war hier mal das vor langer Zeit. Es gab einen Weg nach draußen, durch den Turm im Westen. Ich hatte einen Schlüssel. In der Baracke sind meine Habseligkeiten, da sollte er sein, wenn sie niemand gestohlen hat. Vermutlich. Naja, ich werde mich umsehen. Ihr bleibt hier. Wo in Gottes Namen sollte ich denn hingehen? Ihr bleibt hier. Unverschämter Drecksack! Zieht Leine! Also, die liebe, aufopferungsvolle Schwester Winx kehrt als rachsüchtiger Geist zurück. Vielleicht war ihre Engelsgüte nur gespielt. Wenn das gespielt war, dann hätte sie einen Preis verdient. Ich glaube, Peabody's Sachen sind noch dort. Vielleicht befindet sich der Schlüssel unter ihnen.
Cotton Peabody will einfach nur allein sein. Gut, wir haben, was wir gesucht haben. Warum würde sie plötzlich so verschwinden? Und warum ist sie immer noch verschwunden? Vielleicht ist ihr etwas zugestoßen. Sie hat Buch geführt. Vielleicht finden wir etwas in ihren Unterlagen. Dieser Andrew White muss sehr stolz auf sich sein. Gut. Wo sind Peabody's Sachen? Da ist doch unser Turm. Das gefunden. Hab Dank. Mr. McGrath, vergebt mir. Ich habe euch gar nicht gesehen. Ihr seid dieses Mal nicht alleine gekommen. Wie schön. Wisst ihr noch, wie ich meine Partnerin in New Eden verloren habe? Eine furchtbare Tragödie. Antea, wenn ich mich recht entsinne. Antea Duarte. Freut mich, euch kennenzulernen. Aber wie? Ach, ihr habt überlebt. Das sind ja wunderbare Nachrichten. Und die gibt es dieser Tage viel zu selten. Schwester Wings, ich bin in New Eden gestorben. Wie meint ihr? Wir haben einiges gemeinsam, Schwester Wings. Findet ihr nicht? Haben wir das? Wie meint ihr? Ich bin ein Geist, Schwester Wings. So wie ihr. Seid ihr sicher, dass es euch gut geht, Mistress Duarte? Ihr klingt, als hättet ihr Fieber. Vielleicht müsst ihr euch hinlegen und ausruhen. Ich ruhe mich nie aus, Schwester Wings. Kommt euch das bekannt vor? Sie wird uns nicht glauben. Wir müssen es ihr beweisen. Ich habe noch etwas Eisenkraut, falls ihr davon benötigt. Lasst es mich einfach wissen. Auf Wiedersehen, Schwester Wings. Bis bald. Ich werde hier sein, wie immer. Ja, genau das ist das Problem. Sie hört nicht auf uns. Wir müssen Beweise auftreiben. Sie ist zu tief verstrickt und Peabody geht es zunehmend schlechter.
arme Schwester Wings verliert den Verstand. Sie schläft nicht, isst nichts, aber es scheint ihr egal. Sie ernährt sich jetzt auf andere Weise. Sie schreibt von einem Versteck auf den Klippen. Kein gemütliches kleines Pub also. Natürlich nicht. Na gut, dann lass uns aufbrechen. Alte Emotionen sind darin gefangen. Hier ist ein Echo, aber wir müssen zuerst die Geisterfessel finden. Kräutermedizin erinnert mich an die meiner Mutter. Die ganzen Öle und Salben, die Infusionen und die Tinkturen. Ich vermute mal, sie kannte sich damit aus. Sie behandelte die Sklaven, die sich auf den Feldern zu Tode arbeiteten. Sie hatte nur wenig Geld und war doch sehr berühmt. Das hat ihr das Leben gerettet. Ich glaube, wir haben sie gefunden.
Da ist ein Echo. Wie lange ist sie schon hier? Höchstens ein paar Tage. Hier ist der Schlüssel zur Krankenstation. Himishor Machunjenisch. Ich sehe kein Tagebuch. Vielleicht ist es ihr heruntergefallen. Dann lass es uns holen. Weich aus! Nein, wir müssen einen anderen Weg finden. Hallo, verdorbenes Unkraut.
Das kann man nicht. Schieß auf das Licht. Ich bin bereit. Verstärkung! Schämen. Lass mich dir helfen. Überlass das mir. Zielübungen gefallen. Als ob du die nötig hättest. Ich glaube, hier sind wir richtig. Suchen wir das Tagebuch. War ich das nicht schon immer?
Ich weiß. Sie wusste, dass etwas nicht stimmte. Aber im Tod will es sich ihr Geist nicht eingestehen. Sie war eine Heilerin. Vielleicht bindet sie ihr Pflichtbewusstsein. Ein Pflichtbewusstsein, das ihr Patient kaum verdient hat. Wir sollten zurück zur Krankenstation. Anne ist sicherlich dort. Da kommen noch mehr. Du kannst mich ruhig um Hilfe bitten. Ein wütender Schemen, ganz nah. Beschwör ihn lieber, bevor er uns in den Rücken fällt. Ich beschwöre euch jetzt! Den Einsatz.
Verstärkung! Das Ding ist wütend.
mich auch um Hilfe bitten. Achtung, er ergreift gleich Besitz. Etwas aus der Spektralwelt in der Nähe. Ben erinnert mich an Moore Mackenzie. Wir versteckten uns auf der Flucht vor den Engländern in ihrem Haus. Sie wusch unsere Wunden und sang, als wir unsere Toten begruben. Sie lächelte immer. Sie ist mir jetzt schon sympathisch. Sie brannten ihr Haus nieder, mit ihr darin. Wie furchtbar. Vielleicht sucht Moore auch noch die Ruinen heim und wartet auf den nächsten Abend verwundet. Fatastahimi. Haltet still. Oh, nimm deine dreckigen Pfoten von mir weg. Das reicht jetzt, Mr. Peabody. Oh, ah, weg von mir, du miese alte Fregatte. In seiner Wut gab Cotton Peabody seine Krankheit an Anne Wings weiter und brachte ihr den Tod. Oh, ihr seid noch immer hier, hm? Welche neue Komödie kann ich heute von euch beiden erwarten? Erinnert ihr euch noch an die Klippe, als ihr die Augen geschlossen habt und es euch vorkam, als hättet ihr eine halbe Ewigkeit geschlafen? Stellt ihr mir etwa nach? Erinnert ihr euch, wie verloren und weit weg ihr euch gefühlt habt, als ihr aufgewacht seid? Wie ihr euch nicht daran erinnern konntet, wer ihr seid? Wie ihr ganz langsam wieder ihr selbst wurdet? Wie euch etwas getrieben hat? Etwas, das wichtiger war als alles, das ihr je verspürt habt? Nein! Ja! Mein Patient brauchte mich. Das spürte ich am ganzen Körper. Genau. Das ist der Grund, warum ihr noch hier seid. Warum ihr nicht losgelassen habt. Meine Teuerste, mein Verlangen, meinen Patienten zu helfen, bedeutet nur eines, dass ich Krankenschwester bin. Cotton Peabodys Gesundheit liegt euch sehr am Herzen, richtig? Ich bin eine sehr gute Schwester. Ich glaube, ihr wisst, was er benötigt. Ich glaube, ihr kennt sein Heilmittel. Er braucht Wintergrün, eine Tinktur aus frischem Öl, dann aufgetragen als Salbe. Und doch verschlechtert sich sein Zustand, obwohl ihr ihn versorgt. Das muss euch doch aufgefallen sein. Um diese Farce des Lebens aufrechtzuerhalten, labt ihr euch an seiner Essenz. Obwohl ihr euch um ihn kümmert, saugt ihr ihm das Leben aus. Nein, nein! Euer Gedächtnis löst sich auf. Das tut es nicht. Glaube ich zumindest.
Eure Aufzeichnungen waren einst vortrefflich. Die wenigen Notizen, die ihr jetzt noch verfasst, sind vollkommen chaotisch. Das ist nur... Ich bin so alleine. Ich kann mit niemandem reden, mit niemandem lachen. Vielleicht bin ich ein bisschen konfus. Wann habt ihr das letzte Mal geschlafen? Wann das letzte Mal gegessen? Nun, ich hatte viel zu tun. Ihr seid müde, aber könnt nicht schlafen. Ihr seid hungrig, aber könnt nichts essen. Stellt euch der Wahrheit. Nein, es ist nur... Ich bin müde. Vergesse Dinge. Ich vergesse, Pausen einzulegen. Schwester Wings. Anne. Ihr seid tot. Genau wie Antea. Ihr habt euch eingeredet, noch am Leben zu sein. Aber das seid ihr nicht. Aber wenn Mr. Peabody neben ihr dahin sieht, warum ist das bei euch und eurer Frau nicht so? Das wäre es. Aber ich hole mir meine Kraft von anderen Leuten. Bei Gott, das könnte ich niemals! Dann wird euer Patient nur umso schneller sterben, je länger ihr ihn behandelt. Nein! Nein! Halt! Schwester Wings! Anne! Ich kann euch helfen. Lasst mich euch helfen. Sie kehrt an den Ort zurück, an dem ihre Leiche liegt. Anne, seid ihr hier? Wenn ich noch einen Schritt mache, wenn ich falle, werde ich dann sterben? Nein, ihr werdet nicht sterben. Ich wollte doch nur ein Leben retten. Immer nur ein Leben. Cotton. Es wird Zeit, dass wir dir mein Ende setzen. Die arme Anne Wings hat sich so für ihren Beruf aufgeopfert, dass sie selbst nach ihrem Tod nicht aufhören konnte, sich um ihre Patienten zu kümmern. Nein. Ihr Geist lechzt nach Essenz und nennt es Kümmern. Euer Zustand muss sich bessern. Das ist alles, was ich will. Aber weil ich hier blieb, habe ich euch geschadet. Ich bitte euch um Vergebung. Oh, Mr. McRae? Peabody, wir müssen uns unterhalten. Das klingt nach Unheil. Was ist das Problem? Anne Wings hatte Grippe. Sie hat ihre Sachen gepackt und ist verschwunden, um niemanden anzustecken. Unterbewusst wusste sie wohl, sie würde sterben. Ich? Das wusste ich nicht. Das konnte ja keiner ahnen. Nein, konntet ihr nicht. Wie auch. Ihr wart zu sehr mit euch selbst beschäftigt. Er hat gehustet. Nur ein Husten. Ich hätte doch nicht wissen können, dass sie das umbringen würde. Umgebracht hat es sie jedenfalls. Ihr habt sie krank gemacht. An dem Tag, als ihr Anne Wings angespuckt habt, habt ihr sie angesteckt. Ich hab nie... Nein. Sie wollte mich mit der Lanzette peinigen. Ich wurde leicht wütend, nur kurz. Ich hab nicht nachgedacht. Ihr wusstet, dass ihr ansteckend seid. Ihr wolltet ihr Leid zufügen. Es war ein Angriff. Also, Schwester Wings ist gestorben, weil sie euch heilen wollte. Ihr glaubt, ihr Geist sei zurückgekehrt, um euch Leid zuzufügen. Interessant. Nun, alles Gute geht vorbei, heißt es doch. Ich werde unsere heiteren Plaudereien vermissen. Anne Wings, ihr seid eine ausgezeichnete Schwester. Was ihr tut, tut ihr mit Liebe. Aber jetzt gerade seid ihr eine Gefahr für euren letzten Patienten. Er braucht mich. Ich will ihm doch nur helfen. Braucht er euch wirklich?
Wollt ihr ihm wirklich nur helfen? Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Ihr habt euch so lange in eure Arbeit gestürzt, dass ihr um eure Existenz fürchtet. Solltet ihr jeder mit aufhören? Lasst los, Anne. Ihr habt Großartiges geleistet. Aber eure Pflicht ist getan. Cotton Peabody hat es verdient zu genesen und ich war die Einzige, die sich um ihn kümmerte. Wir werden für ihn tun, was wir können. Ihr habt genug getan, Anne. Ihr werdet nie in Vergessenheit geraten. Nun gut. Wenn ihr euch sicher seid, habt Dank. Ihr wurdet angehört. Es ist vorbei. Anne Wings kommt nicht wieder. Sie wird nicht wiederkommen. Ja, das ist gut. Schwester Wings schrieb in ihr Tagebuch, dass Öl aus Winterlieb Peabody heilen könnte. Wie treffend. Versuchen wir es zumindest. Holen wir uns die Ingredienzien. Achtung! Ein Schemen ergreift Besitz. Und bleib tot! Ah!
Weich aus! Hier ist kein Wintergrün mehr. Lass uns woanders suchen. Zugegeben, Blumenpflücken gehört normalerweise nicht zu meinen Aufgaben. Aber für Anne tue ich es gern. Ich sehe doch, dass dir Annes Schicksal nahe geht. Ich bin wohl ein offenes Buch für dich. Du bist sensibel, Red. Das ist einer der Gründe, warum ich dich liebe.
Der Schemen sucht nach einem Körper. Verschwinde endlich! Geht es nur mir so, oder? Ich habe es auch gespürt. Vielleicht ändert Captain Peabody nach diesem Vorfall endlich sein Verhalten. Vielleicht ist er ab jetzt weniger kriegsgrämig. Menschen ändern sich nicht. Das glaube ich schon. Ich habe mich verändert. Dank dir. Dann musst du wohl die Ausnahme von der Regel sein. Der Ort hier sieht mir wie der auf der Karte aus. Der Schöp... Achtung! Ein Schemen ergreift Besitz. Ich hab hier was für dich.
Das sollten genug Pflanzen sein. Und jetzt das Öl. Ich glaube, wir haben genug Pflanzen. Ein herrlicher Strauß für einen mürrischen alten Soldaten. Er wird sicher entzückt sein. Blumen mag jeder. Oh, also soll ich dir hin und wieder auch einen Strauß schenken? Keine Ahnung. Hast du ja noch nie gemacht. In Ordnung. Ist notiert. Hier ist das Öl. Perfekt. Wir haben alles, was wir brauchen. Lass uns die Tinktur herstellen. Hier, die Tinktur. Lindern wir das Leid des alten Soldaten. Bitte, ich habe ein Öl aus Wintergrün für euch hergestellt. Das sollte helfen. Seid ihr jetzt ein Medikus? Nehmt einfach die verdammte Medizin, Cotton. Ja, natürlich. Danke.